Endspurt, jawohl. Viele von euch haben bald Ferien, haben bald Sommerferien und schreiben jetzt gerade die letzten Arbeiten, die letzten Klausuren. Ich beneide euch wirklich sehr, ich hätte auch gerne so lange Ferien. Aber ihr könnt natürlich auch während der Ferien was für eure Allgemeinbildung tun und auch so kurz vor der freien Zeit. Und alle, die gar nicht mehr zur Schule gehen, können sich sowieso jetzt an dieser Stelle fortbilden. Zu einem Thema, zu dem man wirklich tagelang was erzählen könnte. Ich weiß, das sage ich sehr oft, aber es stimmt nie so sehr wie bei der Weimarer Republik. 10 Videos könnte man zu dem Thema machen, ich mache nur eins, weil ich mir gedacht habe, vielleicht reicht es euch einfach so einen kleinen Überblick zu geben und wenn es euch interessiert, könnt ihr euch ja in die einzelnen Teilbereiche einlesen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Unten sind wie immer die Links in der Infobox. Und dass es dieses Video gibt, das habt ihr vor allem The Sunriser 1990, wie auch immer, zu verdanken, denn diese Person, ich weiß nicht, junge Mädchen, wie auch immer, wünscht sich dieses Thema, weil er sie demnächst eine Klausur darüber schreibt. Und deswegen gibt es jetzt die Weimarer Republik. Ich habe das Ganze eingeteilt in 3 Teile, damit es nicht so unübersichtlich wird. Zuerst sprechen wir über den Beginn der Weimarer Republik. Das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Wort. Weimarer Republik. Müsste mal 10-mal hintereinander sagen. Ich glaube, das kriegt man nicht hin. Dann geht es um die goldenen 20er Jahre, die Hochphase, die tolle Phase der Weimarer Republik. Und dann geht es auch schon um das Ende der Weimarer Republik. Diese 3 Themen, um die geht's jetzt. So, wir beamen uns jetzt einfach mal alle zurück in das Jahr 1918. Wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, dann wisst ihr, was 1918 war. 1918 ist der Erste Weltkrieg vorbei gewesen. Bevor der aber vorbei war, gab es erstmal ein ganz, ganz wichtiges, prägnantes Ereignis. Es gab einen Aufstand. Es war so, die Deutschen hatten den Krieg eigentlich schon verloren, aber die deutsche Heeresleitung, die Chefs des Krieges quasi, haben gesagt so, ihr Matrosen, ihr zieht jetzt nochmal in eine letzte ruhmreiche Schlacht, ihr kämpft nochmal für Deutschland, auch wenn ihr sowieso verlieren werdet. Die Matrosen haben gesagt, hier oben, wir kämpfen noch nicht, um zu sterben, haben gemeutert und dieser Meuterei haben sich sehr schnell auch andere Soldaten, vor allem die, die in Deutschland stationiert waren, angeschlossen. Außerdem haben sich die Arbeiter angeschlossen, die keinen Bock mehr hatten, für den Krieg zu arbeiten, Waffen herzustellen, Munition herzustellen. Und es ist ganz schnell eine Bewegung entstanden, die eine Revolution herbeigeführt hat. Das war im November 1918, deswegen nennt man das auch Novemberrevolution. Und als Höhepunkt dieser Revolution ist etwas passiert, das ja auch heute in allen Geschichtsbüchern steht. Die Republik wurde ausgerufen. Diese Revolutionsbewegung hat nämlich gesagt, wir wollen als erstes mal den Kaiser abschaffen. Kaiser Wilhelm II., der soll abdanken. Außerdem hat sie gesagt, wir wollen hier ein System, in dem jeder bestimmen kann, wo es lang geht, nicht mehr nur die da oben. Ja, es ist dann auch so passiert, der Kaiser wurde abgedankt, muss man sagen. Wilhelm II. Hat gesagt, nö, ich habe keinen Bock, ich bin der Kaiser, ich will weitermachen. Er war in Belgien zu dieser Zeit und deswegen wurde er abgedankt von dem Reichskanzler. Prinz Max von Baden, der damals Reichskanzler war, hat gesagt, so, Wilhelm II. Hat abgedankt, obwohl es gar nicht gestimmt hat. Und damit war Wilhelm kein Kaiser mehr. Das war ein illegaler Akt, aber hat damals niemand interessiert. Und er hat noch was Illegales gemacht, er hat gesagt, ich will jetzt kein Kanzler mehr sein, Friedrich Ebert von der SPD, du bist jetzt Reichskanzler. Das waren Ereignisse, die sich überschlagen haben und dann, wie gesagt, der Höhepunkt, der Gipfel war die Ausrufung der Republik. Ausgerufen von diesem Mann hier um 12 Uhr mittags ungefähr am 9. November, Philipp Scheidemann von der SPD. Und 4 Stunden später wurde die Republik nochmal ausgerufen, lustigerweise von Karl Liebknecht, SPD-Konkurrenz, damals die Kommunisten. Der hat auch die Republik ausgerufen. Der wurde also zweimal ausgerufen, doppelt hält besser, kann man sagen. Wen das interessiert mit der Ausrufung der Republik, ich habe euch da auch nochmal was verlinkt. Auf jeden Fall kann man sagen, ab dem 9. November gab es keinen Kaiser mehr, die Könige haben alle abgedankt und ja, Deutschland war erstmal im Chaos versunken. Es gab viele Kämpfe, weil man war sich nicht einig. Auf der einen Seite waren die gemäßigten Kräfte, die SPD, die Liberalen, das Zentrum, die auch im Kaiserreich schon politisch gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite waren die Kommunisten, die gesagt haben, ach, ihr ganzen Politiker, ihr redet ja nur, wir wollen hier ein System der Arbeiter und Soldatenräte. Und die Politiker haben gesagt, nö, wir wollen ein ganz normales politisches System. Die haben natürlich dann miteinander gekämpft, vor allem in Berlin, aber auch in anderen Gegenden in Deutschland. Und es ist auch sehr kompliziert, will ich jetzt nicht weiter ausführen, da unten steht noch mal ein bisschen was genauer, wen es interessiert. Am Ende dieser Kämpfe haben sich auf jeden Fall die gemäßigten Kräfte durchgesetzt. Die gemäßigten Kräfte haben eine Nationalversammlung gebildet, die gewählt wird. Und diese Nationalversammlung, die war dafür da, das künftige System in Deutschland vorzubereiten. Das war ein Riesenchaos damals in Deutschland, man wusste nicht, wo es lang geht und die Nationalversammlung sollte Ordnung einbringen.
Sie sollte zuerst mal einen anständigen Friedensvertrag unterschreiben mit den am Krieg beteiligten Mächten, die gewonnen haben. Sie sollte außerdem eine Verfassung ausarbeiten, eine Verfassung, auf der dann eben das zukünftige Deutschland funktioniert, und sie sollte die Ordnung wiederherstellen. Die Nationalversammlung hat gearbeitet und das Erste, was sie gemacht hat, ist, sie hat den Friedensvertrag unterschrieben, den sogenannten Vertrag von Versailles. Am 23. Juni 1919 wurde die deutsche Unterschrift hier drunter gesetzt. Ein Vertrag, ich habe euch hier gerade mal so einen Ausschnitt gezeigt, der hat natürlich noch viele mehr Seiten gehabt. Ein Vertrag, der von den Deutschen als unglaublich ungerecht empfunden wurde. Aus heutiger Sicht kann man sagen, zu Recht, denn da waren wirklich krasse Sachen drin gestanden. Es gab im Ersten Weltkrieg 10 Millionen tote Soldaten, es gab 7 Millionen tote Zivilisten. In vielen Ländern gab es unglaubliches Elend, auch in Deutschland. Und die Länder, die gewonnen haben, in denen es Elend gab, haben gesagt, so, ihr helft uns jetzt dabei, unser Land wieder aufzubauen. Ihr müsst dafür blechen. Also Reparationszahlungen nennt man das, musste Deutschland ganz, ganz viele leisten. Die genaue Höhe hatte man damals noch gar nicht festgelegt, es war nur klar, es ist sehr viel. Deutschland musste einen großen Teil seines Heeres, seiner Waffen hergeben. Deutschland hatte quasi keine Armee mehr durch diesen Friedensvertrag. Deutschland musste das Rheinland entmilitarisieren, wichtige Gegend damals das Rheinland. Dort durften keine Soldaten mehr sein, und Deutschland musste einen großen Teil seiner Gebiete abtreten. 10% der deutschen Bevölkerung sind damals verloren gegangen durch diesen Vertrag von Versailles. Es wurde als Schanddiktat von Versailles bezeichnet in der deutschen Bevölkerung und war, kann man sagen, einer der Gründe, warum die Weimarer Republik, bevor es sie überhaupt gab, gescheitert ist. Trotzdem hat die Nationalversammlung gesagt, wir machen weiter, Vertrag war scheiße, aber wir machen trotzdem weiter, und hat eine Verfassung ausgearbeitet, eine Verfassung, die demokratisch war. Eine Verfassung, deren Grundlage freie, geheime, gleiche Wahlen waren. Jeder durfte wählen, das gab es bis damals nicht. Und in der eine Gewaltenteilung vorgesehen war. Gewaltenteilung, was versteht man darunter? Es gibt nicht mehr nur eine Kraft, die bestimmt im Staat, wo es lang geht, wie zum Beispiel im Absolutismus, sondern es gibt verschiedene Teile, die sich gegenseitig kontrollieren. Zum einen ist da der Reichspräsident, der sehr, sehr viel Macht hat, mehr als unser heutiger Bundespräsident. Dann gibt es aber auch ein Parlament, nämlich den Reichstag. Dort sind Politiker, die vom Volk gewählt werden, Gesetze machen und so weiter und so fort. Es gibt den Reichsrat, Vertreter der einzelnen Staaten, Bundesländer kann man heute sagen, in Deutschland. Es gibt Gerichte vor allem. Die Gerichte kontrollieren, ob die Gesetze, die hier gemacht werden von diesen Damen und Herren im Reichstag und im Reichsrat, ob die okay sind. Und es gibt einen Reichskanzler. Der Reichskanzler ist dem Reichstag vorgestellt, so ähnlich wie es auch schon im Kaiserreich war. Wenn ihr es wissen wollt, da ist das Video für euch verlinkt. Das war die Verfassung, die Weimarer Verfassung, die Weimarer Republik, die zu ersten Wahlen geführt hat, nämlich am 6. Juni 1920. Es war zwar eine sehr chaotische Situation, in der diese Wahlen stattgefunden haben, es gab immer noch kommunistische, linksextremistische Kräfte, die gesagt haben, nein, wir wollen sowas nicht, und Putschversuche gestartet haben. Es gab auch rechtsextremistische Kräfte, die versucht haben, Putsch zu starten, aber trotz all dieser Dinge fanden Wahlen statt. Die nächsten Jahre waren geprägt von Chaos von 1920 bis 1923, wenn es denn interessiert, die ganzen Unruhen habe ich nochmal da unten verlinkt. Zusammengefasst, Erster Weltkrieg war fast vorbei, da gab es dann eine Revolution, die Novemberrevolution in Deutschland, die dazu geführte, dass der Kaiser abgedankt hat, dass die Republik ausgerufen wurde. Danach gab es viele Kämpfe, Chaos, vor allem in Berlin, aber auch in anderen Städten. Es hat sich eine Nationalversammlung gebildet, die eine Verfassung ausgearbeitet hat und den Friedensvertrag von Versailles unterschrieben hat. Und es gab erste Wahlen 1920 und danach 3 Jahre voller Chaos. Und dann ging es aber auf einmal besser. Deutschland im Jahr 1923, müsst ihr euch so vorstellen, wie gesagt, politisches Chaos, aber auch die Menschen, die waren nicht wirklich glücklich, ihnen ging es schlecht, viele waren sehr arm, viele konnten kaum überleben, mussten über Tauschhandel sich finanzieren, mussten ihre Kinder arbeiten schicken und viele andere Dinge mehr. Und in diese schlimme Situation kam dann auch noch was anderes Schlimmes, nämlich eine Krise, eine wirtschaftliche Krise in Deutschland, eine Inflation, die hat damit zu tun, dass das Rheinland besetzt wurde von den Alliierten, will ich nicht weiter ausführen, wenn ihr das wissen wollt, da unten habe ich euch was verlinkt, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass das Geld entwertet wurde. Also man hatte auf einmal 1 Milliarde Reichsmark, mit der man ein Brot gekauft hat. Natürlich konnte man mit seinem Geld nichts mehr anfangen. Viele Menschen sind von jetzt auf nachher pleite gewesen, sind arm gewesen. Also schlimme wirtschaftliche Situation. Die Menschen waren noch unzufriedener, es gab noch mehr Revolutionslüste. Und dann aber auf einmal in diese schlimme Situation kam
kamen tolle Dinge. Also, was ist passiert? Man hat eine Währungsreform eingeführt. Man hat gesagt, ich sag's mal ins Blaue rein, 1 Million Reichsmark sind jetzt 1 Rentenmark wert. Also man hat das Geld wieder aufgewertet. Man hat außerdem dafür gesorgt, dass es den Menschen besser geht mit verschiedenen Einrichtungen. Man hat verschiedene Leistungen eingeführt ab 1923. Und da möchte ich diesen Mann hier nennen, Gustav Stresemann, ab 1923 deutscher Außenminister. Man hat nach außen hin zu den anderen Ländern wieder Annäherung gesucht. Deutschland hat gesagt, naja, dieser Vertrag von Versailles war zwar schlimm, aber wir können daran was ändern. Man hat die Reparationszahlungen, die Deutschland kaputt gemacht haben, weil die so viel Geld immer ausgeben mussten, hat man nicht gestoppt, aber man hat sie zumindest zurückgefahren. Man hat wieder Anschluss gesucht. Deutschland wollte wieder in diesen Bund anderer Länder kommen, hat es auch geschafft. 1926 ist Deutschland Mitglied im Völkerbund geworden, der Vorläufer der UNO, und Deutschland ist einfach wieder außenpolitisch gesettelt gewesen. Also da lief es wieder gut. Es lief nach innen auch immer besser. Es gab immer mehr Unternehmen, die Leute einstellen konnten. Die Menschen konnten auf einmal ihre Freizeit gestalten. Sie konnten tanzen gehen, sie konnten Charleston tanzen gehen. Sie konnten sich vielleicht auch ein Radio leisten. Sie konnten viele andere Dinge tun, die sie vorher nicht konnten. Sie waren zufriedener. Hat sich auch daran gezeigt, dass es zwischen 1924 und 1928 zum einzigen Mal in der Weimarer Republik überhaupt eine komplette Legislaturperiode gab, 4 Jahre, in denen es nicht Neuwahlen gab, weil irgendwas passiert ist, es musste nicht neu gewählt werden. Also den Menschen ging es gut, verhältnismäßig, und Deutschland war außenpolitisch wieder besser aufgestellt. Also man sagt, das waren die goldenen 20er Jahre ab 1923 bis 1929, immerhin 6 Jahre, in denen in der Weimarer Republik es nicht unbedingt Revolutionsversuche gab, aber dann ging es bergab. Die Situation war gut. Was hat sie verschlechtert? Ganz einfach, verschlechtert hat sie etwas, das wir auch vor ein paar Jahren erlebt haben. Eine Wirtschaftskrise, eine Weltwirtschaftskrise, ausgelöst am 25. Oktober 1929 in den USA, der Schwarze Freitag. Es gab einen riesen Börsencrash. Unternehmen sind von einem auf den anderen Moment pleite gewesen. Möchte ich jetzt nicht näher ausführen. Unten in der Infobox steht nochmal ein Link dazu, wen das noch etwas genauer interessiert. Das Ganze hat sich auch auf Deutschland sehr, sehr fatal ausgewirkt. Deutschland konnte seine Kredite, die Deutschland vom Ausland bekommen hatte, um das Land wieder aufzubauen, nicht mehr zurückbezahlen. Unternehmen gingen pleite und die Menschen wurden arbeitslos. Es gab 1931 fast 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Das war damals eine riesige Zahl, und den Menschen ging es ja eh gerade erstmal so ein bisschen gut, und auf einmal wurden sie wieder total zurückgeworfen. Also eine ganz, ganz schlimme Zeit, die vor allem einen Nährboden beschafft hat für die radikalen Parteien. Die Parteien, die am Anfang der Weimarer Republik auch schon versucht haben, einen Putsch durchzuführen, die gesagt haben, so darf es nicht weitergehen. Das waren einmal die Linksextremen, aber vor allem die Rechtsextremen. Die NSDAP ist hier vor allem zu nennen, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, von diesem Mann hier, von Adolf Hitler. Ihr kennt die natürlich alle. Adolf Hitler hatte es Anfang der 20er Jahre schon mal illegal versucht, mit einem Putsch an die Macht zu kommen. Dann hat er gesagt, naja gut, wenn es illegal nicht geklappt hat, dann eben legal. Jetzt müssen wir legal an die Macht kommen. Und das haben die Nationalsozialisten dann auch geschafft. Die Nationalsozialisten wurden immer stärker. Es ist eine Zeit gefolgt von 1929 an, in der es immer wieder Wahlen gab. Alle paar Monate wurde neu gewählt. Keine Partei konnte sich richtig etablieren, was dann am Schluss auch dazu geführt hat, dass die Regierung gar nicht mehr im Parlament war, also nicht mehr im Reichstag. Das war ein Regierungskabinett, das unabhängig war vom Reichstag und nur noch dem Reichspräsidenten unterstand. Das nennt man Präsidialkabinett. Unten habe ich euch dazu nochmal was verlinkt. Es war auf jeden Fall nicht wirklich schön, was da abgelaufen ist, und hat gegipfelt dann am Schluss, jetzt fasse ich es ein bisschen zusammen, weil auch die Zeit rennt, in der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die Nationalsozialisten wurden also immer stärker, und Hindenburg, der damals Reichspräsident war, hat gesagt, okay, und es bleibt nichts anderes übrig, als diese Nationalsozialisten an die Regierung zu lassen, und dann werden die auch schon merken, dass sie es nicht hinbekommen, und die werden dann eh wieder eingegrenzt. Also Hindenburg hat nicht so viel von Hitler gehalten. Aber was dann passiert ist, wisst ihr ja alle, ich habe es euch auch in diesem Video hier schon ein bisschen erzählt. 1933, am 30. Januar, wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler und hat innerhalb weniger Monate mit seiner Partei, mit der NSDAP, die Demokratie abgeschafft. Die Weimarer Republik ist einer Diktatur gewichen. Der Schluss war sehr knapp zusammengefasst. Unten könnt ihr nochmal genauer nachlesen. Wichtig ist, dass ihr wisst, es gab eine Wirtschaftskrise, es gab eine Massenarbeitslosigkeit dadurch, die Menschen waren sehr unzufrieden, sie wollten einen starken Mann, der sagt, wo es lang geht, sie wollten wieder Arbeit haben, und deswegen haben die Unzufriedenen extreme Parteien gewählt,
Und daraus ist am Schluss dann Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt worden. Soviel zur Weimarer Republik. Vielen Dank euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Die Zeit ist jetzt schon vorbei, deswegen bin ich jetzt hier sehr, sehr schnell. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns am Freitag wieder dann mit einem Video, in dem ich ein bisschen was über mein Studium erzähle. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr mich bis dahin euren Freunden weiterempfehlt. Und ich sage einfach mal, macht's gut!